Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans. Wir sind diesmal in einem Moho, in einem Motorradhotel und haben hier in der Nähe unseren Big Enduro-Test durchgeführt mit den Kollegen Fauli und Alex Bauer, der gerade mit einem Wurstbrot in der Hand hinter der Kamera auftaucht. Und neben mir steht der Andi. Du bist der Chef der drei Hacken, nennt sich das. Du sagst immer, das ist ein Wirtshaus, da steht aber überall Gasthof. Was ist denn da der Unterschied zwischen Wirtshaus und Gasthaus? Naja, in einem Gasthaus schafft der Gast da und in einem Wirtshaus der Wirt. Das haben wir schon gemerkt. Da waren wir aber auch sehr dankbar dafür, weil du hast uns hier über Schotterstraßen geführt. Und das Interessante ist, das sind öffentliche Straßen. Das heißt, da muss man jetzt keine Angst haben, dass einen irgendwer runterschießt oder runterfängt. Es sind 150 Kilometer circa öffentliche Schotterstraßen, wo aber Holzarbeiten durchgeführt werden und man muss immer mit Verkehr rechnen. Aber von der Orientierung sind sie halt ein bisschen schwierig. Ne? Darum ist immer gefragt, ein Tourguide, der was in der Gegend auskennt. Du hast uns sogar an einige Punkte geführt, die wir jetzt geheim halten noch. Ja? Da kommen nur die ganz speziellen Gäste hin. Aber grundsätzlich, was macht ein Moho aus, ein Motorradhotel? Ja, ein Motorradhotel ist eigentlich spezialisiert auf motorradfahrende Gäste. Also wir schauen, dass sich der rundum wohlfühlt. Wir bereiten am Touren auf. Er hat eine Garage, eine Versperrbare, einen Trockenraum, einen Service, einen Reifenservice. GPS-Download, Leihgeräte, alles was ein Motorradurlaub eigentlich ausmacht, das ein richtiges Vergnügen ist. Auch die Abendveranstaltung war gestern absolut in Ordnung. Ja? Das nächste Mal kommen wir am Wochenende, da gibt es ja angeblich immer irgendwelche Zeltfeste und so. Das werden wir uns auch noch anschauen. Also wir kommen sicher wieder hierher, weil die Strecken einfach sensationell sind. Also wenig Verkehr, wie du gesagt hast. Natürlich muss man immer wieder schauen, dass nach der nächsten Ecke nicht irgendein Lastzug im Weg steht. Du hast sehr viele deutsche Gäste. Drei haben wir heute auch hier, die werden wir dann gleich noch befragen. Was würdest du jetzt sagen, was ist speziell für dein Wirtshaus? Mein Wirtshaus ist eigentlich speziell die gemütliche Atmosphäre, muss man sagen. Es ist einfach nicht so oft touristisch aufgebaut, es ist wirklich, zu mir kommen viele Gäste und ab dem dritten, vierten Mal sind es dann einfach Freunde. Weißt? Das ist also ein familiäres Klima bei uns und es kommt eigentlich relativ gut an bei den Gästen. Bei uns auch, natürlich. Wo kann man jetzt buchen für dein Gast, nochmal Wirtshaus, ich merke mir es nicht. Na, buchen kann man direkt auf unserer Homepage auf www.dreihacken.at oder über die Moho-Info-Seite. Da sind wir online buchbar. Ja. Oder einfach sonst Telefonanruf. Andi ist eh immer daheim. Ja, super. Und vielleicht trifft man ja auch das 1000 PS-Team beim nächsten Mal an. Ja. Ich würde mich freuen, wenn es wieder mal kommen darf. Das sind nämlich klasse Burschen. Nicht? Und dann schaue ich auch, dass ich nur das Wickelbier daheim habe. Das haben wir gestern ausgedrungen. Okay, dann danke und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne, danke. Jetzt stehe ich da mit dem Gerhard aus Deutschland. Das sind die einzigen drei Gäste im Moment. Also im Moment ist noch nicht viel los, es wird sich aber ändern. Gerhard, was mich ein bisschen wundert ist, bei den Deutschen erwartet man eher, dass vielleicht Tirol, Südtirol runterwandern. Ihr habt es aber bis doch weit in den Osten geschafft. Wie habt ihr die drei Hacken gefunden? Ja, ich habe zwei Freunde aus Ingolstadt und die waren vor zwei Jahren hier. Und jetzt habe ich gesagt, ich hocke mich schnell aufs Motorrad, fahre die 650 Kilometer Autobahn und fahre mit ihnen zwei, drei Tage hier unten rum. Sonst war ich immer Seealpen, weil ich wohne in der Rheinebene. Basel ist zwei Stunden weg, bin ich schnell in der Schweiz oder am Genfersee oder im Elsass. Aber jetzt hier ist auch richtig nett. Ja, finden wir auch. Was gefällt euch so an den Motorradhotels? Sucht ihr auch explizit nach dem Moho, dass ihr Garage habt und Service und Guide? Jawohl, auch das ist explizit, weil auch die Wirte dann immer gut drauf sind, weil es einfach Kollegen sind. Ja, und da ist ein ganz cooler Typ, der Andi, da hinten, ja, sieht man eh. Ganz stylisch. Gestern sind wir ja zusammengesessen, haben es auch lustig gehabt. Man sieht bei dir, also jetzt im Moment nicht, aber am Helm, Ducati. Du hast schon die eine oder andere Ducati gehabt, oder? Ja, ich bin Späteinsteiger beim Motorradfahren, habe zuerst Gummikühe gefahren, habe aber auch Husaberg und KTM Enduros gehabt und fahre seit 20 Jahren immer wieder Ducatis. Ich fahre sie, bis die Garantiezeit gut rum ist und dann tausche ich die dann wieder. Aber ich habe noch nie einmal technisches Problem gehabt, aber sonst immer zuverlässig. Ich fahre Ducati, damit ich nicht aussehe wie Kaldal. Und das ist einfach, das Feeling ist einfach anders. Da können sie testen, was sie wollen. Das Feeling Ducati fahren ist anders. Aber eins werden wir dir nie verzeihen, dass du die 916er hergegeben hast.
Ja, das tut mir auch leid. Aber ich meine, ich bin seit 39 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, muss man wenigstens das Moped abwechseln. Da stehen wir jetzt vor deinem aktuellen Motorrad, Ducati Multistrada, flankiert von zwei Kawasaki ER6N. Halten die mit dir? Ja, die fahren vor mir, weil der Letzte in der Gruppe muss immer am meisten angasen. Und wo geht's jetzt hin? Ihr seid jetzt alle schon in Montur? Wir wollen heute nach Süden. Gestern waren wir Waldviertel, Mühlenviertel, die Höhenstraße, die Mussviertel da. Heute wollen wir in die Steiermark runter. Wetter ist leider medium schlecht. Kein Problem. Wurscht. Ja. Okay, seid ihr alle in Quaritex. Dann wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß und keinen Sturz natürlich. Und vielleicht sehen wir uns noch einmal in den drei Hacken. Das wäre geil. Seid ihr heute Abend noch da? Nein, leider. Wir müssen wieder ins Büro. Also dann wir werden dann angekettet wie am Pranger da hinten. Dann kriegen wir die Stahlkugel und dann. Ja, gut, das passt zu euch, das wäre auch nötig. Na gut, dann tschüss, Papa. Also dann.